Nimm das, Francis! Penner werfen! Woo! Okay. Danke, Francis. Hey Leute, hier ist der alte Mann zurück mit Bier. Was habe ich letzte Folge Gas Station Simulator gesagt? Mit Beer Factory. Höre einen neuen Arbeiter an. So, dann müssen wir loslegen. So, Mitarbeiter. Derek Johnson. Derek Johnson, 7 Stunden. Dieser Mitarbeiter ist leidenschaftlich, zielstrebig und brennt darauf, alles über die Produktion zu lernen. Ich weiß, das wollen wir alle. Sehr gut. Warum sieht er so komisch aus? Interagiere mit deinem Mitarbeiter. Oh Mann. Derek Johnson. Arbeitsplatz zuweisen. Kommen Sie mit, Derek Johnson. Bringe den Mitarbeiter an ein höheres Level. Kannst du den bla bla bla. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Bringe deinen Mitarbeiter auf ein höheres Level. Du kannst warten, bis er von Selbsterfahrung sammelt. Du kannst einen Kurs kaufen und Arbeitsplatz zuweisen. Büro warten, folgen, zur Seite treten. Höheres Level. Aha. Weißer Mitarbeiter ein Einfüllstutzen der Getreidemühle. Aha, es ging einfach nicht. Explodiere 50 geschrotete Malzsäcke. Haben wir denn nochmal so einen Malzsack? Sack? Kann ich nämlich sagen, der soll das ausladen oder so? Lieferung 50. Hat der 50 gesagt? Wie viel stand da? 50 tatsächlich. Ich dachte, ich habe mich verlesen. Veredle 50. Machen wir annehmen. Ich meine, das zählt doch dann dazu, oder? Einfache Palette. Ich könnte auch selber noch eine Palette holen. Eins, zwei. Nummer zwei. Noch eine Palette erstmal. Ist noch mehr Müll. Na, ich glaube, das ist doch bei Gas Station Simulator war das gleiche, dass der das nicht aufhebt, dann wieder droppt. Und man das nochmal droppen muss. War der gleiche Bug. Das ist doch das gleiche, kann mir doch keiner sagen. Ja, Malz. Motor an. Entschuldigung, mein Lancelot, pass doch mal auf. Der Spoiler ist gar nicht mehr schwarz. Funktioniert. Da, guck. Ha, perfekt. Jetzt die Frage, soll ich das jetzt hier hinstellen oder direkt nach da hinten? Nach da hinten ist doch viel besser, oder? Ups, Entschuldigung, Entschuldigung. Scheiße. Scheiße. Okay, ich muss die Paletten richtig dahinsetzen, sonst
immer nur so nehmen, sonst das, So, ganz runter. Ja. Und zurück. Okay. Entschuldigung, dann helfen wir mal kurz, oder? Der braucht ja schon ein bisschen lange. Ich würde am liebsten eher einen hier hin tun. Das wäre viel besser. Warte, aber sagen wir dem das mal. Arbeitsplatz zuweisen. Das geht vielleicht noch nicht. Aber vielleicht macht er doch alles. Ich weiß es nicht. Komm, wir holen schon mal die andere Palette. Motor an! Kann er nicht seinen Motor wenigstens ausmachen? Umweltverschmutzung und so? Wie komme ich jetzt überhaupt da rein? Ich glaube, wir brauchen den Hubwagen hier. Aber das, nee, das ist mir zu... Aber ich komme da nicht rein. Ich glaube, wir brauchen den Hubwagen. Der muss dann immer draußen stehen bleiben. Ja, cool, wenn wir die Seiten aufmachen. Tolle Arbeit, nichts kann der. Alles daneben geworfen. Okay. Ups. Vielleicht kaufen wir immer nur 25 maximal, dann müssen wir nicht dahinter gehen. Weißt du, dann holen wir lieber mehrere Wagen, als dass wir das da irgendwie so anstrengend rausholen müssen. Ach, Ah, Gott sei Dank. Schnell mit. Warte mal, hat er eigentlich hier... Ne, den hat er natürlich nicht geholt, ne? Dafür ist die KI wieder zu blöd. Jetzt mache ich das mal gerade, du Lappen. So geht das, Akkordarbeit. Damals im Krieg. Da hatten wir keine Wahl. Was, oh, was macht er denn jetzt? Ist er macht das schneller? Er merkt, dass ich hier am Arbeiten bin, deswegen macht er nur das andere. Ich denke jetzt einfach mal, die KI kann's, ja? Oh, nächste Gehaltschat. Oh, guck mal. Schneller, los! Das Malz wartet nicht! Ach, Gott sei Dank, ich kann die Palette auch so nehmen. Oh, Jesus Maria, Gott sei Dank. Okay. Nur 50 Säcke, keine Sorge. Es fällt alles runter, du Lappen. Es fällt doch alles runter, du Lappen. Ich glaube, es stapelt sich auch da oben, oder? Aha. Gott sei Dank, das ist nämlich viel besser, wenn er das da macht. Du stehst aber jetzt im Weg, du Lappen. Hoffentlich funktioniert das jetzt.
Ach, Gott sei Dank. Level Amount. Boah, das ist nämlich viel besser, wenn der das macht. Palette mal hier hinlegen. Ich bin stolz. Jetzt können wir da schon mal in Position fahren. Nein, ich habe den Knopf nicht vergessen. Ich muss den Müll mal raustun, es geht so nicht. Ich muss wieder einen Kaffee trinken oder so. Kaffee trinken, wie das duftet. Kräftig, deftig, würzig, gut. Grob. Ich sag mal grob. Ja. Jetzt kann er doch bitte damit aufhören. Das ist doch voll. Ah, egal. Du Lappen. Meine Güte. Nicht zu gebrauchen. Ich glaube, ich brauche da noch ein Fließband, der dann irgendwie... Scheiße, willkommen in der Bierfabrik. Nirgendwo gibt es mehr fähige Arbeiter. Ich will nicht mehr... Kann ich aber, glaube ich, nicht mehr nehmen, ne? Die Palette jetzt zu schwer ist. Ich brauch Fließbänder, die einfach ein bisschen nach draußen gehen. Direkt da, wo der Wagen das Zeug hinbringt. Gott sei Dank müssen wir das nur auf so ein Pickup laden. Das ist das Gute. Da kommt, da ist der Müll. Ich wette, die Hälften der Säcke sind irgendwo anders. Fahr doch gar nicht rückwärts, meine Güte. Der LKW steht auch noch da. Ah, okay. Okay, das hat auch funktioniert. Jetzt haben wir noch den letzten. Ups. Ups. Ach, was ist denn da oben los? Meine Güte. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir hier spielen. Das ist kein gutes Zeichen, dass das hier alles lang funktional bleibt. Also die Paletten sind schon furchtbar. Okay. Nee, dann warten wir noch. Wir haben jetzt, ja, 24. Das ist nicht so gut. Ich glaube, es passen nur 25 immer auf das Ding. Kann ich da oben reingucken? Nee. Clear Funnel. Okay, keine Ahnung. Vielleicht ist ja einer...
Ich hätte mehr bestellen sollen. Ich habe nur noch $3? Der ist ja immer noch. Ach nee, der hat Neues gebracht. Kann das sein? Das ist alles so laut hier. Kann ich die Motoren irgendwie leiser machen? Das ist furchtbar. Maschinenfahrzeuge hier. Na Gott sei Dank. Ich mach das nochmal ein bisschen lauter, aber... Ah, Gott sei Dank. Oh. Das macht es jetzt schon wieder erträglich. 2! Ja, jetzt müssen wir brauchen die Palette. Alles Palette. Alles Paletti. Nee. Ist alles Paletti. Beende den Bau und die Brauerei im Untergrund frei. Was? Beende den Bau und schalte die Brauerei im Untergrund frei? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was kommt denn jetzt noch? Wir lassen das hier. Wir machen das jetzt immer so. Dann ist die Palette noch drauf. Dann sparen wir uns den Schritt schon mal. Und dann lassen wir die Palette auch drauf. Ich brauche nichts abstellen. Jetzt würde ich gerne wissen, ob das direkt drauf kommt, wenn wir das nur so lassen. So. Müll. Ich muss das so hochwerfen wie möglich, dann geht das sowieso immer rein. Geschuldete Arbeitszeit, achso. Muss ich wahrscheinlich dann händisch bezahlen. Also maximal 25 bestellen oder 24, glaube ich, nur auf einen Sack. So, das hat funktioniert. Guck mal, sehr gut. Gut, das macht es dann erträglicher, ne? Das ist, glaube ich, echt gut. Okay. Ach so, Gehirn. Jetzt beende den Bau und schalte die Brauerei im Untergrund frei. Brauerei. Okay. Abgefahren. Alter, was ist denn hier los? Förderband M, neuer baubarer Gegenstand. Ich habe ein bisschen Angst gerade. Kauf und platziere einen Brautank. Und wie komme ich runter? Oh Gott. Hallo? Hallo? Kaffeemaschine. Hauptsache das. Hallo? Keiner da? Gut, ist alles gut. Francis? Ich bin bewaffnet, Francis. Erstmal einen Kaffee trinken. Wahrscheinlich mehrere Auf- und Abwege hier. Ah, ja, ist ja klar. Alter, was ist das hier, Büroraum? Ja, hier kommt mein Büro rein. Schön weit weg von allen. Baumenü. Brautank, was soll ich machen? Ein Brautank? Ich denke mal. Ein Brautank. Ein Bauerntank. Brautank. Ich habe kein Geld dafür. Geschuldete Löhne, $7.05. Ja, dann, super Sache. Was ist das hier? Ah, guck mal, wir können einen Gabelstapler runterfahren. Ja, super eng alles. Das ist ja noch ein Hubwagen, guck mal. Aber so ein kleiner, oh, guck mal.
Nee, ich soll den hier kaufen. Warte, jetzt bin ich verwirrt. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich glaube, wir müssen noch weiter Geld machen. Oder sind wir schon pleite? $500. Ja, da müssen wir nochmal wohl arbeiten. Vierundzwanzig. 240 kostet das, haben wir nicht. 18 Säcke Malzkorn machen wir. Und was machen wir mit den Löhnen? Jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Jetzt sind wir 23. Nein! Ach, scheiße. Ja, eigentlich tatsächlich brauchen wir den gerade gar nicht. Oder? Nee, jetzt haben wir kein Geld mehr. Oh Gott, ich verkacke alles. Der kommt da. Ja, geh. Du bist gefeuert. Das war alles, hat alles seine Richtigkeit. Ich weiß, was ich tue. Keine Sorge. Genau, fahr weg. So. Unser Sprit ist bald leer. Ist nicht so gut. Sehr gut. Sehr gut. Bin ein bisschen blöd. Okay. Der nächste bitte. Der nächste bitte, sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt Parkus. Um Markus. Nein! Ihr furchtbaren Säcke. Raw. Raff. Jetzt müssen wir die schnell verarbeiten. Warte. Jetzt müssen wir das Hebelchen drehen. Bewegen. Ja, dafür müssen wir einen einstellen, der nur das hier macht. Aber ich habe den ja extra gefeuert. Weil, ja, genau deswegen. Wir den extra halt feuern. Wollen. Können. So, dann wieder weg. Wie fülle ich den denn dann wieder auf? Du schaffst das schon, Lancelot, halte durch! Ja! Guck mal, der ist leer, aber fährt immer noch. Lowrider.
Wie viel machen wir denn jetzt? Wieder nur 200? Anscheinend ist das kein Problem mit dem Benzin. Oder er tankt automatisch. Och nö. Was macht Francis? Haben wir jetzt nichts bekommen für das, was wir... warte mal. Scheiße, warte mal. Haben wir jetzt nur das bekommen, was auch der Vertrag gesagt hat? Wir haben dem jetzt... Das ist ja... Ach so. Geliehen ist Geld. 7500 ist doch voll blöd. Jetzt haben wir 500. Aber ich glaube, wir müssen erst noch mal ein bisschen Malz machen. Jetzt gehen wir erstmal Francis mit irgendwas bewerfen. Nimm das, Francis! Penner werfen! Woo! Okay. Danke, Francis. Räder 2. Okay, das sind so Upgrades für den Gabelstapel. Jetzt habe ich es verstanden. Kaufe Bautank. Nee. Wir machen das jetzt nochmal. Vertrag. Pass auf. Erstmal stellen wir jetzt nochmal einen Lappen ein. Derek Johnson, nein, Ethan Johnson. Dieser Mitarbeiter ist begeistert Bierbrauer. Okay. So, der ist wieder da. Okay. Dann brauchen wir einen Vertrag mit 19, 27. 27 Säcke 600 oder 19 Säcke 500. Machen wir die 19 lieber. Ja. Machen wir erstmal 19. Jetzt habe ich es verstanden. Ich habe es die ganze Zeit... Ja, ich habe es sehr intelligent gelöst. Guck mal, hier ist ein neuer... So, da kommt er. Aber ich glaube, den brauchen wir gar nicht. Guck mal, der bringt den Müll weg. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Unfassbar. Ein Punkt. Sehr gut. Ein Punkt. So, Francis, komm mal her. Wie ist der nochmal? Jonathan. Das ist mein Job, ja? Sollen wir erstmal upgraden? Nee, brauchen wir nicht. Okay, komm mit. Jetzt haben wir... Doch, du bist ja immer noch geupgradet, ne? Komm mit jetzt! Nee, hier hin. La Paloma, ohe. Wir stapeln gerne Säcke. La Paloma, ohe. Gibt's denn hier nicht irgendwie so einen Trichter, wo ich die direkt reinwerfen kann? Nee. Ich darf die nur so machen, nicht anders. Sanitary Control Report. Garbage. Ach so. Gerade ein bisschen schneller hier. Oh, warte mal. Wo ist denn die Palette, die wir noch irgendwie übrig hatten? Warte mal. Ich habe doch eine gekauft, oder? Bisschen blöd. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die hingetan habe. Nein! Ich bin doch nicht so schnell! Nein! Sehr gut. Gott sei Dank, das geht auch. Ich bin begeistert von mir. Das wusste ich aber.
Aufladen bitte. Aufladen bitte. Aufladen bitte. Sehr gut. Es wird geladet. Es wird geladet sehr. Wo kommt noch mehr? Go, go, Gadgetto. Müllhaufen. Sehr gut. Okay, dann haben wir die 19. Guck, ist direkt absolviert. Okay, jetzt müssen wir den Müll mal wegbringen. Ich wusste nicht, dass da so eine... Wo kommt der denn jetzt her? Okay. Gut, Leute, wir sind am Limit. Wir müssen von der nächsten Folge weitermachen. Ich habe jetzt 12 Folgen hintereinander aufgenommen. Wir schauen nächste Folge, wie es weitergeht bei Beer Factory. Haut rein, Leute.